Hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt Kunst Maratomi. Heute am 18.08.2021 wieder aus meinem Sendestudio in Veilchheim. Ja, in Kabul hat sich leider seit unserer letzten Briefmarkenschatzsuche viel Negatives getan. Und wisst ihr, an was mich das erinnert? An Saigon 1975. Ich war damals 15 Jahre alt, als da die Nordvietnamesen dann die südvietnamesische Hauptstadt im, ich glaube Anfang Mai 1975 oder was, Ende April, ich weiß es nicht mehr genau, einnahmen, dann diese ganzen dramatischen Szenen mit der US-Botschaft, wo dann noch die letzten Amerikaner und Helfer der Amerikaner mit Hubschrauber und so weiter ausgeflogen wurden. Da spielten sich ähnlich dramatische Szenen ab wie jetzt wieder in Afghanistan. Und gewisse Parallelen sind da unverkennbar. Auch, da war es auch so, glaube ich, dass im März 1975 herum wurden da überraschenderweise ein paar Provinzhauptstädte von den Nordvietnamesen eingenommen und dann ging alles ruckzuck. Die Südvietnamesen werden sich überhaupt nicht mehr, hatten kein Interesse mehr, das korrupte Regime damals zu stützen und wurden dann auch entsprechend schnell gestürzt. Und der Westen wurde da entsprechend auch überrannt. Schlimmer war es ja dann noch in Kambodscha, da Phnom Penh fiel ja ein paar Tage vor Saigon und dann übernahmen ja dann die Steinzeitkommunisten in Kambodscha die Macht. Also das war ja damals alles furchtbar und leider hat sich jetzt wieder mal so entwickelt. Ja, zu dem Thema lese ich momentan mal wieder, ich habe schon mal gelesenes Buch oder zwei, dreimal wahrscheinlich von Peter Scholl-Latour, Der Tod im Reisfeld, 30 Jahre Krieg in Indochina. Das spiegelt sehr schön in diversen Episoden über Jahrzehnte hinweg, also beginnen mit dem ersten Vietnamkrieg, schon in den 40er, 50er Jahren, die ganzen Ereignisse wieder. Dieser Peter Scholl-Latour warnte auch 2001 davor, dass der Westen sich in Afghanistan nicht so sehr engagieren solle, aber auf ihn wurde halt leider nicht gehört. Und ja, das Buch schildert alles so in Episoden und wer sich mit dem Vietnamkrieg nicht so gut auskennt, den empfehle ich dann noch ein paar Bücher zur Geschichte des Vietnamkriegs. Das ist einmal von Mark Frey, Geschichte des Vietnamkriegs und der Vietnamkrieg von Reus Steiniger. Das ist das Buch von Reus Steiniger sehr kompakt geschrieben und das Buch von Mark Frey etwas ausführlicher, aber ich denke mit wie viele Seiten hat es? Mit gut 200 Seiten ist es auch gut lesbar und dann versteht man mehr in dem Buch, weil da muss man wirklich ein bisschen auch Voraussetzungen von der Geschichte des Vietnamkriegs verstehen, sonst begreift man da wohl. Also ich hatte vorher diese Bücher da nicht gelesen, wo ich das erste Mal las, begriff ich nicht alles, aber ist egal. Ja, okay, Vietnamkrieg und Afghanistankrieg sollen heute nicht Thema unseres Filmes sein. Und ja, vielleicht können wir mal einen Film über die Briefmarken Vietnams machen, das ist ein recht interessantes Thema. Da habe ich eine schöne Sammlung, Nordvietnam und Südvietnam. Da hätte ich etwas Material. Afghanistan, Briefmarken habe ich nicht so viel, können wir vielleicht auch mal machen. Aber heute wollen wir ja mit der Briefmarkenschatzsuche in Tidas Kiste das Ganze fortsetzen. Bevor wir da in Medias Res gehen, möchte ich euch noch bitten, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Dazu einfach den Abonnieren-Button anklicken. Und wenn ihr die Klingeling darunter noch mit anklickt, bekommt ihr immer auch meine neuesten Filme mit. Ja, stand bei der Briefmarkenkiste Dieter, er wünschte sich ja, dass wir da so einen ganz groben Schätzwert abgeben und dass der Stand aktuell 880 Euro und ich vermute, heute wenn wir die 1000er Grenze schaffen im vierten Teil. Ich weiß nicht, ob wir die Kiste schon komplett jetzt im vierten Teil durchgehen können. Es ist immer noch total viel Material, also es ist Wahnsinn, was da alles drin ist. Aber schauen wir mal einfach rein und schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Ja, ich mache mal wieder einfach bei den Tüten weiter. Hier habe ich eine Tüte mit Frankreich-Briefmarken. Hier sogar eine klassische Ceres-Ausgabe. Die 20 Centime ist aber die wertloseste. Diese Ceres-Ausgabe kam später raus, so 30er, 40er Jahre herum. Dann haben wir hier so allerlei andere Marken. Schauen wir mal kurz durch, ob sich da irgendwelche besonders wertvollen Marken dahinter verbergen. Ich sehe jetzt auf die Schnelle nichts. Es ist natürlich immer ein bisschen schwer bei solchen
Tüden da den ungefähren Wert zu schätzen. Es ist schon mal die Stückzahl sehr schwer zu ermitteln. Und ja, jetzt sehe ich hier keine Top-Raritäten, aber es ist auch nicht total schlecht. Und es ist schon mal wieder massig Material. Rechnen wir doch einfach mal für die Tüte 5 Euro, womit wir dann schon bei 885 Euro sind. Ja, hier folgen ältere Freimarken von Norwegen. Ich sehe jetzt hier keine Skilling-Werte, weil die wären ja ein bisschen interessanter. Das sind alles Öre-Werte. Hier diese Boston-Marke, die wurde ja, glaube ich, über 100 Jahre lang herausgegeben in allen möglichen Varianten. Da sucht man sich manchmal ganz schön zu Tode, wenn man da die richtige Briefmarke dann finden will, also die richtige bestimmen will. Also es ist teilweise gar nicht so einfach. Aber es gibt schon durchaus markante Unterscheidungsmerkmale, wie zum Beispiel auch die Schriftart. Hier haben wir aus den 30er Jahren noch eine Sondermarke. Also ich würde hier jetzt einfach mal 2 Euro, das auf 2 Euro das Ganze taxieren, womit wir dann schon bei 887 Euro sind. Ja, jetzt habe ich eine weitere Tüte geleert. Das sind auch so allerlei Briefabschnitte. Hier leider nur ein Ausschnitt. Das ist ganz interessant. Da sind schwedische und deutsche Briefmarken, aus welchem Grund auch immer. Dann haben wir hier eine schweizerische stehende Helvetia, hier auch nochmal etwas Schweiz. Hier sogar Karelien, das sieht man auch nicht so häufig. Heißt aber jetzt nicht, dass es unbedingt viel wert ist. Ja, und dann hier noch ein paar tschechische Marken. Insgesamt würde ich auch mal sagen 3 Euro wahrscheinlich. Dann haben wir 890 Euro bereits. Ja, in der Tüte haben wir ein paar Marken von Serbien. Glaube ich auch jetzt nicht so der Hammer. Jetzt rechnen wir mal 1 Euro. Und jetzt kommt wieder eine große Tüte, die will ich mal leeren, weil da müssen wir doch ein bisschen reinschauen, ob da was drin sein könnte. Also das ist alles hier jetzt eine wilde Mischung. Hier haben wir auch ein Belfin, also eine gelochte Marke, Firmenlochung, leider beschädigt auch noch. Zähnung nicht in Ordnung, Germania, sowas wird durchaus ein bisschen gesucht. Hier eine Danzig-Marke. Also hier so alles querbeet vorhanden, da wird es wieder sehr schwer. Viele Belgien-Marken, hier auch eine Belgisch-Kongo-Marke. Dann wieder etwas Deutsches Reich. Also ganz wilde Durcheinandermischung, die muss man wahrscheinlich nochmal in Ruhe durchschauen. Das wird aufwendig. Hier kann ich es nur ganz grob schätzen. Hier steckt natürlich auch viel Arbeit drin. Das muss man natürlich auch immer rechnen bei Schätzungen. Wie viel Arbeit stecke ich dann für den Verkauf rein? Arbeitszeit kostet ja schließlich auch Geld. Hier sehe ich sogar noch eine klassische Marke von Dänemark, auch nicht gut erhalten. Da fehlt ein Eck. Aber es ist immerhin eine klassische Marke. Da könnte man jetzt auch noch schauen bei den Stempeln, Nummernstempel, ob da nicht ein Schleswig- oder Holstein-Stempel dabei ist. Das macht dann diese Marken etwas begehrter. Ja, wildes Durcheinander rechnen wir einfach mal. 5 Euro kann auch durchaus der Mehrwert sein. Damit landen wir jetzt bei 896 Euro. Ja, wollen wir mal mit Steckkarten weitermachen. Hier haben wir eine Steckkarte mit malaiischen Staaten, Selangor, immerhin mit 2 Dollar und 5 Dollar, also mit den Höchstwerten. Ich habe mal vorsichtshalber im Katalog gerade nachgeschaut. Steht 7 Euro im Katalog, das sieht man trotzdem nicht so häufig. Daher würde ich die Karte jetzt auf 2 Euro taxieren, dann sind wir schon bei 898 Euro. Hier geht es weiter mit K&K Feldpost Österreich. Eventuell auch interessant. Ich spare mir jetzt das Nachschauen, aber möchte die Karte schon mal bei 4 Euro einstufen. Dann sind wir bei 902 Euro. Dann haben wir hier interessantere und ältere Liechtenstein. Hier sogar, die sollen alle postfrisch sein. Ich überprüfe sie jetzt mal einfach nicht. Da sind durchaus bessere Werte dabei. Da würde ich die Karte durchaus mal bei 5 Euro taxieren. Dann sind wir schon bei 907 Euro. Die ist vielleicht sogar noch ein bisschen mehr wert. Da schaue ich vielleicht jetzt sogar mal nach. Ja, die Marke allein steht schon auf 20 Euro im Katalog. Dann korrigieren wir nochmal den Wert der Karte auf 7 Euro. Dann sind wir bei 909 Euro. Hier haben wir auch ein paar interessante Liechtenstein, da muss ich vielleicht auch mal kurz nachschauen. Speziell die 30 Rappen ist immer interessant, soweit ich weiß. Freimarke hat einen schönen zentrierten Stempel zudem, also sehr schöne Marke. Schauen wir mal, wo sie im Katalog steht.
Sie steht auf 22 Euro. Nein, die gibt es auch nochmal in geänderter Farbe. Dann ist es die Michel Nummer 64. Ja, das ist die blaue. Sie steht auf, die hier, die steht auf 4 Euro im Katalog. Rechnen wir doch mal für diese Karte auch nochmal. Ja, hier sind noch ein paar bessere dabei. Rechnen wir mal 3 Euro, dann sind wir bei 912 Euro. Dann kommt hier eine schöne Steckkarte mit einem Kleinbogen. Ja, hier haben wir einen Kleinbogen von 1956. Michelwert ist da 55 Euro, soll auch postfrisch sein. Da rechnen wir mal 11 Euro, dann sind wir bei 923 Euro schon. Also wir nähern uns schwer der 1000er Grenze. Hier haben wir wieder ein paar interessante Lichtensteine, also der Lichtenstein-Teil, der gefällt mir recht gut. Da rechnen wir auch nochmal 5 Euro, dann haben wir 928 Euro. Und es folgt eine weitere Steckkarte hier, Philippinen, zu Ende des Zweiten Weltkriegs, soweit ich sehen kann. Sagen wir mal 2 Euro, dann sind wir bei 930 Euro. Und dann kommt nochmal etwas SBZ. Da rechnen wir auch nochmal, oh, da sollen bessere dabei sein, sehe ich hier. Rechnen wir doch auch nochmal 8 Euro, dann sind wir bei 938 Euro, wenn das mit den besseren stimmt. Ja, hier haben wir eine schöne Österreich-Steckkarte, Flugpost, alle mit Falz. Schauen wir mal, wo da der Wert liegt. Da muss ich mal nachschauen, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Ist jedenfalls ein besserer Satz. Na, wo ist er? Hier ist er. Der ist richtig was wert. Also die Marken sind hier ja nicht postfrisch. Postfrisch würden sie auf 180 Katalog stehen. Ich sag mal schon Juhu, 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 wie ihr das so gerne hört. Also das ist was richtig Schönes. Da müssen wir, ich setze mal 10% vom Postfrischpreis an, sagen wir mal 18 Euro, dann sind wir bei 956 Euro. Also das ist doch richtig schön, da kommt Freude auf, das macht Spaß. Und dann haben wir hier noch eine weitere Steckkarte, die mir auch Freude bereitet, obwohl ich sie wahrscheinlich schon alle habe, weil das hier britische Kolonien sind, das ist alles Jamaika. Regierungsjubiläum George V., das 25-jährige Jubiläum und hier die Krönung von George VI. Mit der Elisabeth, mit der Queen Mum sehen wir hier. Da rechnen wir mal nochmal 2 Euro, dann sind wir bei 958 Euro. Ja, dann haben wir hier nochmal internationale Ausgaben Genf, Schweiz. Die sind wieder nicht so viel wert und sind auch schwer zu verkaufen. Rechnen wir mal einfach 2 Euro, dann sind wir nämlich schon bei 960 Euro. Schauen wir mal, was da sonst noch so alles vorhanden ist. Ja, hier haben wir noch mal eine Tüte. Ich leere sie mal. Da ist alles russisches Kaiserreich. Soweit ich sehen kann, einfachere Werte. Das sind die einfachen Werte. Ja, das auch hier. Seht ihr was? Ich muss mal aufpassen, dass es im Bild, dass man alles sieht. Da rechne ich jetzt einfach mal 3 Euro. Ja, es folgt eine weitere Tüte mit so allerlei, das sind wieder lateinamerikanische Staaten. Das hier ist ein Nachdruck, original wäre einiges wert und hier auch andere Staaten. Hier ist auch Mauritius dabei, Indonesien, also so eine wilde Mischung wieder Übersee. Ohne jetzt größere Substanz, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen. Ja, da würde ich jetzt auch mal so 2 bis 3 Euro ansetzen. Machen wir 2 Euro, dann sind wir bei 965 Euro. Ja, es folgt eine weitere wilde Tüte. Ich würde sagen, das ist asiatischer Raum. Hier sieht man einige Indien. Schauen wir mal, ob was Besonderes dabei ist. Auch eine Saudi-Arabien, eine frühe. Hier eine frühe Iran-Marke mit einem Schar bereits, der ja Ende der 70er Jahre auch gestürzt wurde. Und auch von den Amerikanern gestützt. Auch so ein ähnliches Fiasko, wie wir es jetzt so in Afghanistan sehen. Also Geschichte wiederholt sich in gewissen Formen immer wieder, wie man sieht. Beim Briefmarkensammeln bekommt man ja viel mit Geschichte mit. Hier haben wir auch einige japanische. Hier haben wir eine gute. Die ist besser. Ein Shinto-Schrein ist da zu sehen. Eine klassische japanische, sehr frühe Sondermarke, die ist ein bisschen was wert. Ich denke, für diese Tüte können wir durchaus mal deswegen 5 Euro, eventuell auch mehr ansetzen, sind wir bei 970 Euro.
Ja, jetzt kommen wieder ein ganzer Schwung von Dünen, die wir mal im Schnelldurchgang machen. Hier haben wir etwas Russland. Da muss ich doch mal ganz kurz ein bisschen reinschauen. Ja, ist auch nicht so besonders. Würde ich mal 2 Euro ansetzen, das sind wir bei 972. Hier haben wir etwas Estland, einfachere Werte. Hier weiteres Baltikum mit Island, wohl auch einfachere Werte. Dann haben wir hier Griechenland, soweit ich sehe, auch einfachere Werte. Dann haben wir hier nochmal so eine Tüte mit Thüringen. Dann haben wir hier alliierte Zone. Da wäre jetzt nur die 42 Pfennig gestempelt besonders interessant. Und hier nochmal etwas Türkei und so ähnliches. Das sind 5, das sind 6 Düden. Ich rechne mal pro Tüte 1 Euro. So als Minimalwert, dann sind wir bei 978 Euro schon. Ja, ich hoffe, dass wir langsam mal mit den Tüden zu Ende kommen, weil das ist einfach auch zum Zeigen recht schwer und kostet viel Zeit. Hier haben wir auch nochmal Thüringen und hier etwas Slowakei. Rechnen wir nochmal 2 Euro, dann sind wir schon bei 980 Euro. Also wir nähern uns gewaltig der Tausendergrenze und jetzt kommt nochmal ein Kuvert mit allerlei verschiedenen Marken. Das packe ich mal aus, weil da vielleicht was Besseres dabei sein könnte. Das wollen wir uns dann doch mal ein bisschen angucken. Hier haben wir etwas Ägypten. Sieht man es? Dann haben wir hier Sudan. Jetzt auch nicht die hohen Werte. Dann nochmal Ägypten. Also das ist die Ecke Ägypten-Sudan. Hier eine klassische mit den Pyramiden von Ägypten. Das ist 19. Jahrhundert. Dann hier wieder neuere von Ägypten, aber noch aus der Zeit des Königreichs, der ja dann von Nasser gestürzt wurde, der König hier. Und hier haben wir sogar eine ganz alte Ägypten aus der Zeit 1872-74, also das ist schon wieder ein wenig besser. Auch alte Äthiopien, auch nicht uninteressant. Also der ganze Posten, der könnte schon mal, sagen wir mal, bei eBay so 5 Euro erzielen. Und deswegen rechnen wir mal einfach 5 Euro und sind bei 985 Euro. Ja, hier folgen wieder einige Mexiko. Das ist sowieso ein ganz schweres Thema. Hier auch Bürgerkriegsausgaben. Da rechne ich jetzt auch mal für die beiden Tüten. Vielleicht könnte da was Besseres drin sein. 4 Euro. Damit sind wir bei 989 Euro. Und dann haben wir hier noch ein Tütchen Liechtenstein, so mit allerlei Liechtenstein-Marken, gut gefüllt. Winziges Tütchen, gut gefüllt. Rechnen wir nochmal 3 Euro, dann sind wir bei 992 Euro. Ja, jetzt wird es wieder ein bisschen einfacher. Gut, jetzt mit der Wertbestimmung ist auch nicht so einfach, aber man sieht besser, was es ist auf den Steckkarten. Hier haben wir Dominikanische Republik, auch relativ klassische, semiklassische Werte. Da möchte ich mal 2 Euro ansetzen, sind wir bei 994. Dieser Ausschnitt sieht eigentlich auch interessant aus. Den möchte ich auch mal mit 2 Euro ansetzen, sind wir bei 996 Euro. Dann haben wir hier einen schönen Brief aus Kenia Tanganyika. Den möchte ich auch mit 2 Euro ansetzen, sind wir bei 998. Und hier nochmal ein Ostafrika-Brief. Schöner Brief eigentlich, da will ich sogar 3 Euro ansetzen. Dann haben wir jetzt auch die 1000 der Grenze geknackt. Ta-ta-ta-tam, 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 singe ich mal einfach. Die 1000 Euro sind geschafft. Dann haben wir hier eine alte Postanweisung aus dem Herzogtum Braunschweig. Das sieht interessant aus. Von 1863, das könnte schon ein bisschen was sein. Ich taxiere es mal einfach mit 5 Euro, dann sind wir bei 1006. Und es geht weiter. Hier haben wir dann noch mal ein bisschen Böhmen und Mähren, eine große Steckkarte. Die möchte ich mal, weil die alle noch recht niedrig im Katalog stehen, einfach mal mit 1 Euro taxieren, dann sind wir bei 1007 Euro. Es folgen weitere Steckkarten. Philippinen, machen wir 2 Euro, 1009. Hier etwas Schweden. Könnte was sein, muss nicht sein. Die Preise, die stimmen oft nicht, habe ich jetzt schon festgestellt. Ich hatte mal, da war eine San Marino mit 55 hier ausgezeichnet. Die steht im Katalog noch 2, 3 Euro. Also ist das wohl etwas mit Vorsicht zu genießen. Ich schaue es jetzt mal nicht nach. Sagen wir aber einfach mal 3 Euro, dann sind wir bei 1012. Dann haben wir hier leider ein bisschen schlecht erhalten. Ganz interessante Marken der französischen Kolonien, sehr frühe auch dabei.
leider knickrig und knitterig teilweise, also die Haltung ist schlecht. Trotzdem möchte ich mal hier 4 Euro sagen, dann sind wir bei 1016, könnte auch mehr bringen. Dann haben wir hier so einfachere britische Marken, da stimmen die Preise meiner Meinung nach auch nicht. Dann haben wir hier Schweden, für die zwei Karten sagen wir mal einfach 3 Euro, dann sind wir schon bei 1019. Also es geht mit 7 Meilenschritten weiter. Hier, das ist auch nicht häufig, Pazifik landet man da jetzt. Niue, das ist eine Insel von den Cookinseln. Die sieht man auch nicht so häufig, auch wenn sie nicht so hoch im Katalog stehen. Möchte sie trotzdem mit 3 Euro taxieren, dann sind wir bei 1022. Dann haben wir hier sowjetische Besatzungszone. Wieder einige, da rechnen wir auch mal 2 Euro, dann sind wir 1024. Dann haben wir hier so allerlei Blöcke, Kleinbögen, eher modernerer Art. Deswegen rechne ich auch mal nur 2 Euro, dann sind wir bei 1026 schon. Wie gesagt, ich kann da auch immer wieder mal daneben liegen. Hier Indochina, wir hatten vorhin ja das Thema Vietnam. Vietnam war ja ein Teil von Französisch Indochina. Das sind die Vorfahren, also die Marken, die es halt davor gab. Dafür unter Zeiten der französischen Kolonialherrschaft. Rechnen wir mal 2 Euro für diese Steckkarte. Dann Fiume, da müsste man jetzt auch genau nachschauen. Da gibt es bessere und weniger gute, aber ich denke, die sind nicht so schlecht hier. Man müsste jetzt auch mal schauen, ist der Gummi dran, sind sie postfrisch, sie sind mit Falz. Kann was sein, aber ich rechne jetzt einfach mal pauschal 2 Euro, dann sind wir schon bei 1030. Dann haben wir hier sehr schöne klassische Werte Spanien. Das sieht auch nicht so schlecht aus. Es sind jetzt hier auch mehr die einfacheren klassischen Werte. Trotzdem will ich mal 3 Euro sagen, dann sind wir bei 1039 Euro. So, und da, was haben wir da? Ja, für die Viererbögen von Honduras, da rechnen wir auch nochmal 2 Euro für die beiden Steckkarten und landen schon bei 1041 Euro. Ja, jetzt ist, da wir jetzt die Tüten weitgehend, glaube ich, haben, ist so vereinzelt fliegen noch welche rum. Und jetzt die Steckkarten, sieht es alles schon ein wenig besser aus. Wir kommen auch ein bisschen schneller durch. Hier die Ziffernwerte von alliierter Zone, da muss man ein bisschen nach Spezialitäten gucken. Wurde hier wahrscheinlich auch ein wenig nach Spezialitäten geguckt. Hier interessant, die 42er gestempelt. Wenn der Stempel echt ist, dann ist die durchaus einiges wert. Deswegen möchte ich mal jetzt für diese Steckkarten hier durchaus mal 10 Euro rechnen und lande bei 1051. Also das ist schon eine super Kiste. Nochmal vielen Dank an Tita. Also das ist absolute Hammer. Ja, dann haben wir hier nochmal eine mit der 42er. Rechnen wir hier nochmal. Rechne ich mit denen hier nochmal 10 Euro, dann sind wir bei 1061. Es geht weiter. Hier auch nochmal alliierte Zone, jetzt hier eher einfachere Werte. Vielleicht eine bessere Farbe, das muss man jetzt dann nochmal ganz genau überprüfen. Das waren jetzt 4. Nehmen wir noch eine 5. Den Zusammendrucksteckkarte. Rechnen da 9 Euro, dann sind wir bei 1070 Euro. Also das ist in beiden Zügen gute, mittlere Ware, da kann man absolut nicht meckern. Da sind richtig schöne Sachen dabei, auch das hier ist jetzt besser. Da möchte ich mindestens 5 Euro sagen. Dann sind wir schon bei 1075. Dann kommt hier auch nochmal ein bisschen was. Ja, das sieht auch nochmal gut aus. Rechnen wir da nochmal 4 Euro, dann sind wir 1079. Dann rechnen wir hier 2 Euro, 4 Euro, 6 Euro. Dann sind wir noch mal, dann sind wir schon bei 1085 und hier noch mal, das ist auch gut, 5 Euro und noch mal um die 5 Euro, na, also mit Falz, aber hier haben wir auch eine Postfrische, doch rechnen wir da noch mal 5 Euro, dann sind wir schon bei 1090 Euro. Ah ja, ich muss noch mal 5 Euro, weil ich muss hier pro Steckkarte, glaube ich, 5 Euro rechnen, ja. Dann sind wir schon bei 1095. Ja, das Ganze leert sich. Ich habe jetzt 2 Steckkarten, die sehr interessant sind und nochmal was Interessantes gesehen. Das habe ich zurückgelegt, um dann noch einen Höhepunkt zu machen. Vielleicht im 5. Teil des Filmes, wo wir dann wahrscheinlich ein bisschen schneller durchkommen. Ich glaube nicht, dass wir es alles jetzt schaffen.
Hier haben wir jetzt jedenfalls ein Auswahlheft mit Japan. Ich schaue mal ganz schnell und grob durch. Ja, das sind nicht nur schlechte Sachen. Also das ist auch ganz ordentlich. Da kann man schon ein bisschen was gebrauchen, denke ich. Hier mal Kaiserzeiten, Yen-Wert. Also ich möchte das jetzt hier mal mindestens mit 10 Euro taxieren. Kann auch deutlich mehr wert sein. Dann sind wir schon bei 1105 Euro. Jetzt haben wir hier große Steckkarten. Hier wieder Liechtenstein. Nicht so toll. Da rechnen wir mal 2 Euro. 1107. Die hier sieht deutlich besser aus. Da haben wir diese Erstausgaben. Die muss ich jetzt doch mal kurz im Katalog nachschauen. Ja, also die sind schon was wert. Da müsste man jetzt hier noch das Papier unterscheiden. Ich mache es jetzt ganz grob. Das sind 8 Werte. Hier, die steht 65 Euro sogar im Katalog. Leider ist der Stempel alles andere als schön. Ich rechne trotzdem mal für diese Steckkarte 20 Euro. Also könnte man vielleicht schon kriegen. Dann sind wir bei 1127 Euro. Dann schauen wir mal, was da noch so alles kommt. Jetzt kommen zwei Briefe aus dem Irak. Sowas sieht man auch nicht so häufig. Der obere ist leider, hat auch eine Lochung. Ich rechne mal 4 Euro für die beiden Briefe, das sollten sie bringen. Dann sind wir bei 1131, kann durchaus auch etwas mehr bringen. Dann haben wir hier schöne Zusammendrucke, das ist auch nicht schlecht. Ich zoome ein bisschen raus, dass wir ein bisschen mehr sehen. Hier die K9 soll sogar 50 stehen. Die schauen wir doch mal nach, ob das stimmt. Ja, hier scheinen die Mittelwerte zu stimmen, also da orientiere ich mich jetzt mal einfach dran. Das sind 50 Euro, 110, 124 Euro, rechne mal 25 Euro für diese schöne Steckkarte. Dann sind wir bei 1156 Euro. Dann haben wir hier Kroatien zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Scheint auch postfrisch und gestempelt zu sein, könnte auch ein bisschen was wert sein, sagen wir mal 3 Euro. Sind wir bei 1159 Euro. Dann kommt hier Brasilien, sieht auch ganz nett aus, sagen wir mal 2 Euro, dann sind wir 1161. Hier einfache Österreich, nochmal einfache Österreich dazu. Rechnen wir für diese beiden Steckkarten 1 Euro, dann sind wir bei 1162 Euro, also es kommt richtig was zusammen. Dann haben wir hier noch Libanon 2 Euro, sind wir bei 1164 und dann haben wir hier nochmal eine große Steckkarte mit der K&K Feldpost und hier noch eine Marke mit der Dollfuß, leider natürlich nicht die 10 Schilling, die wäre interessant. Die sah ich ja neulich bei dieser ganz großen Klasse-Sammlung, die 10 Schilling, das ist ein ganz seltener Wert, aber die 24 Groschen ist eher nicht selten. Rechnen wir nochmal 3 Euro für diese Steckkarten, dann sind wir bei 1167 Euro. Ja, dann möchte ich zum Abschluss noch 2 Steckkarten machen und ein Auswahlheft. Und dann in einem fünften Teil können wir dann den Rest machen. Da sind dann noch, habe ich noch so 2-3 Highlights zur Seite gelegt, dass man nochmal ein bisschen Juhu hören kann und dass noch ein bisschen Spannung da ist. Und es könnte aber neben diesen werden dann nochmal was dabei sein. Hier haben wir jetzt Nicaragua. Da rechnen wir auch nochmal 2-3 Euro. Das geht immerhin bis zu einem Höchstwert. Kann auch Mehrwert sein. Ich sage jetzt sogar mal 3, damit wir bei 1170 Euro landen. Und dann haben wir hier noch eine Ganzsache aus dem Dritten Reich. Sieht ganz nett aus. Sagen wir auch nochmal 2 Euro, dann sind wir bei 1172 Euro schon. Ja, und zum Abschluss des vierten Teils folgt hier jetzt noch ein Auswahlheft mit USA. Da fliegen die Blätter schon lose herum. Deswegen kann ich sie auch hier einfach so mal zeigen. Ich sehe jetzt hier keine Raritäten. Jetzt kann man blättern. Hier immer eine etwas bessere, die 5 Cent. Dann, das ist wieder einfache Ware. Wir hatten ja schon ein USA-Auswahlheft, das war auch nicht so super berauschend. Also hier kommen jetzt die modernen Marken. Da kann man nicht so viel taxieren. Eine bessere sah ich, also einen mittleren Wert.
Also das ist einfache Ware. Ja, das hier sind, da steht Faksimile drauf. Wenn das hier natürlich jetzt original wären, dann hätten wir was Besonderes gehabt. Diese Zeitungsmarken, Newspapers, das sind glaube ich so eine Art Steuermarken. Auch die Nachdrucke werden natürlich ein bisschen gesammelt. Ich würde sagen, einfach nochmal 5 Euro für das ganze Heft. Dann sind wir bei 1177 Euro. Zwischensumme mit Teil 4. Ja, auch im vierten Teil waren wieder sehr interessante Sachen dabei. Hat mir wieder super gefallen. Der vierte Teil hat jetzt fast 300 Euro nochmal gebracht. Wir sind jetzt bei 1177 Euro. Also fast bei einer Schnapszahl. Bei diesen Werten muss man immer berücksichtigen, dass wenn man das erzielen will, da natürlich noch sehr viel Zeit und Arbeit und Aufwand dahinter steckt. Und wie heißt so schön, Zeit ist auch Geld natürlich. Und wenn man das, aber ich kann jetzt auch sehr viel für meine Sammlung noch verwenden und daher freut mich das ganz besonders. Also es ist eine tolle Sache. Wenn man das jetzt die ganze Kiste als Gesamtposten verkauft, hat man weniger Arbeit, aber kriegt natürlich auch deutlich weniger dafür, als wenn man das jetzt in kleine Posten aufteilt. Aber da hat man auch unheimlich viel Arbeit damit und muss erst einmal auch dafür Interessenten finden. Ja, dann möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Heute sieht es ja wieder spätherbstlich aus, das Wetter, dunkle Wolken ziehen über den Horizont. Aber am Wochenende soll es nochmal sommerlich warm werden. Wie auch immer, ob euch jetzt mehr kühles Wetter oder mehr heißes Wetter zusagt, ich wünsche euch eine schöne Zeit, habt eine gute Zeit und dann bis zum nächsten Mal auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt Kunst Maratomi. Und bitte vergisst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich natürlich auch über jedes Like, über jeden Kommentar und Fragen versuche ich wie immer zu beantworten. Aber nun auf Wiedersehen!